Das ist tatsächlich die einzige Sache, die mich immer noch an dieser Wohnung hält. Ihr seht, ich habe da schon ungefähr den Rahmen eines Bildes abgeklebt, das ich gerne dort aufhängen möchte. Ich weiß nicht, ob ich euch das vorlesen kann. Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Vlogmas Vlog. Wir haben heute Mittwoch, auf jeden Fall den 16. Dezember. Das bedeutet, es sind nur noch 8 Tage bis Weihnachten, was mir ein ganz kleines bisschen Stress bereitet, denn ich habe das Gefühl, ich habe bei weitem noch nicht alle Geschenke und auch sonst fühle ich mich irgendwie dieses Jahr überhaupt nicht vorbereitet. Ich bin auch gar nicht in Weihnachtsstimmung. Es ist irgendwie so ein ganz, ganz seltsames Gefühl, was momentan ist. Ich glaube, das liegt aber einfach an der aktuellen Situation. Bei mir steht heute hauptsächlich Aufräumen und Dekorieren auf der To-Do-Liste. Das muss ich dringend mal machen, weil, wie gesagt, so lange ist ja nicht mehr bis Weihnachten. Und was ich heute auch dringend machen muss, ist mein Video für Samstag oder Sonntag. Ich habe den Überblick vom Plan verloren, zu drehen. Es sollen ja nicht nur Vlogs online kommen, sondern auch so ein paar gesetzte Videos. Und dafür habe ich mir jetzt überlegt, nachdem das eh schon lange überfällig ist, dass ich den dritten Teil meiner Mitbewohner-Storytime-Serie drehe. Da muss ich nur mal jetzt dringend in meine Notizen schauen, denn ich bin natürlich komplett raus aus diesem ganzen Ding und habe mir nicht gemerkt, was ich jetzt alles erzählt habe. Aber Gott sei Dank hat Vergangenheits-Ich brav mitgeschrieben und abgehakt, was ich erzählt habe und was nicht, und zusammengefasst, was im dritten Teil noch vorkommen könnte. Allerdings habe ich gesehen, dass es schon wieder so viel. Es könnte eventuell sogar noch einen vierten Teil geben. So viel zu den heutigen To-Dos, die auf jeden Fall erledigt werden müssen. Im Hintergrund läuft schon die Spülmaschine. Aber jetzt, hätte ich gesagt, kommen wir erstmal zu meinen Adventskalendern. Und nachdem das heute mal ein größeres Päckchen ist, dachte ich mir, ich starte mit dem Neonail-Kalender. Und da haben wir ausnahmsweise keinen Nagellack drinnen, sondern das ist so ein Cuticle Oil, für die Nagelhaut, ein Öl. Dann haben wir hier wieder so einen kleinen Gutschein. Ich weiß nicht, ob ich euch das vorlesen kann. Wir kommen zum letzten Päckchen. Und da haben wir einmal eine Shea Butter Handcreme von The Body Shop und einen Luferschwamm. Für meine ausgiebigen Badesessions auch sehr passend in Blau zu meinem Badezimmer. Und das war es dann auch schon mit dem Adventskalender. Man sollte meinen, ich hätte gerade erst aufgeräumt, aber irgendwie gestaltet sich dieses Chaos immer von selbst. Some space to think this through. Call me on now. Ihr seht, die Bilder stehen immer noch hier, weil ich es immer noch nicht geschafft habe, sie aufzuhängen. Allerdings ist das ein Projekt, das ich vielleicht morgen oder übermorgen mal angehen könnte, denn jetzt ist es schon zu spät. Ich möchte meine Nachbarn nicht nerven. Deshalb bleibt das jetzt mal vorerst so und wir werden sehen, ob ich es die nächsten Tage mal zustande bringe, diese Bilder endlich aufzuhängen. Aber solange sie da noch stehen, kann ein bisschen rotes Lametta ja nicht schaden.
Es ist inzwischen 20.10 Uhr. Ich habe dann irgendwann das Aufräumen pausieren müssen und mich ein bisschen fertig gemacht, denn ich musste für morgen noch eine Instagram-Story vorproduzieren. Ich hätte es nämlich morgen wahrscheinlich nicht geschafft, das alles aufzunehmen, Fotos zu bearbeiten, die Story zu bearbeiten, lauter so Sachen. Das Ganze ist viel aufwendiger, als es im Endeffekt aussieht. Ich bin jetzt, ich weiß nicht, wie lange daran gesessen und muss das Ganze jetzt eben, wie gesagt, noch bearbeiten, damit dann morgen alles mit so ein paar Kleinigkeiten, die ich dann immer auf Instagram noch hinzufügen muss, online gehen kann zu einer bestimmten Uhrzeit. Ich hoffe, das geht sich alles aus, denn ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, wo das online soll, werde ich meine Waschmaschine transportieren, die noch in der alten Wohnung ist. Das ist tatsächlich die einzige Sache, die mich immer noch an dieser Wohnung hält. Allerdings war es ein Riesendrama mit Wasseranschluss etc., bis ich die jetzt endlich holen konnte. Deswegen hat das alles so lange gedauert. Immerhin habe ich diese Wohnung hier jetzt seit einem Monat. Es ist der 16. Jahr. Ich habe mit dem 16. die Schlüssel bekommen und jetzt hole ich erst die Waschmaschine. Puh, Gott sei Dank hatte ich ja in meiner neuen Wohnung schon eine Waschmaschine. Die alte kommt jetzt zu meiner Schwester bzw. meiner Mama. Aber das wird nochmal richtig spaßig, das Ganze zu transportieren. Gott sei Dank haben wir ein großes Auto. Morgen sollte ich auch echt noch einen Haufen Geschenke besorgen, wobei ich inzwischen echt drüber nachdenke, ob ich das nicht einfach alles online bestelle, weil ich habe einfach keinen Bock mehr auf diese Menschenmassen. Für heute war es das auf jeden Fall mal mit allem Spannenden. Ich werde wahrscheinlich morgen so immer wieder zwischendrin noch ein bisschen weiter aufräumen, denn ich habe definitiv nicht alles geschafft. Es steht ja alles schon wieder mit Wäsche voll. Also ich habe das Gefühl, egal wie viel ich aufräume, es ist danach immer noch genauso unordentlich, nur ein bisschen anders als vorher. Auf jeden Fall beende ich diesen Tag jetzt mal offiziell, denn ich glaube, sowas habe ich schon länger nicht gemacht. Die letzten Male habe ich das irgendwie immer vergessen und wir sehen uns morgen früh wieder. Hey und willkommen zu diesem 17. Dezember. Ich habe wie gestern angekündigt, es heute den ganzen Tag noch nicht großartig geschafft, die Kamera rauszuholen. Und wir haben inzwischen 10 nach 4. Der ganze Tag war vollgepackt mit Erledigungen, unter anderem meine Waschmaschine abzuholen, was dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt hat, aber dafür habe ich den ganzen anderen Rest an Möbeln, die ich ursprünglich dort lassen sollte, wie zum Beispiel meine Kleiderstange und eine Lampe, jetzt doch mitgenommen. Für die Kleiderstange hat meine Mama jetzt spontan Verwendung gefunden und ich habe herausgefunden, dass ich die Lampe eigentlich ganz gut gebrauchen könnte. Ich dachte eigentlich, ich hätte hier dann genug Licht, aber irgendwie ist die Ecke bei meinem Esstisch dann doch ein bisschen dunkel. Allerdings werde ich voraussichtlich die Lampe ein bisschen upcyclen, denn so wie sie momentan ist, gefällt sie mir eigentlich nicht mehr. Aber ich habe generell vor, so ein kleines IKEA-DIY-Hacks-Video zu machen, wo ich ein paar Ideen mit euch teilen möchte, wie man ein bisschen was anderes aus den typischen IKEA-Möbeln machen kann. Aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis ich das zustande kriege, denn es ist relativ viel Arbeit und erfordert recht viel Zeit, das alles vorzubereiten. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt erstmal meinen Adventskalender und wir starten diesmal mit diesem Päckchen hier. Und da haben wir einmal eine verwöhnende Crememaske von Be Good und dann einmal so Schwämmchen. Die sind meines Wissens zum Abschminken gedacht und ich finde die sehr praktisch. Machen wir weiter mit dem Päckchen. Da haben wir wieder so einen lila, bisschen Richtung Mauve gehenden Ton. Auch eine eher herbstliche Farbe, wie ich finde. Und dann haben wir noch dieses hübsche Säckchen hier. Ich will das ja eigentlich nie aufmachen und am liebsten würde ich diese Verpackungen alle behalten, weil sie so liebevoll gemacht sind. Oh, das ist richtig süß. Da ist einmal so ein ganz kleines Notizbuch drinnen und ein Deko-Tape bzw. Washi-Tape mit so einem süßen Sternenmuster. Perfekt, ich finde sowieso meine ganzen Notizbücher in meinem Umzugschaos gar nicht. Das heißt, das kann ich direkt verwenden und das hier eignet sich auch super toll, um jetzt meine Weihnachtsgeschenke damit zu verpacken. Das war es aber jetzt auch erstmal mit meinem Adventskalender. Ich werde jetzt wahrscheinlich weiter Wäsche waschen und Zeug erledigen. Ich sollte auch immer noch weiter aufräumen. Ich habe dann gestern irgendwann aufgehört, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. Und das Dekorieren, das habe ich auch noch nicht weiter vorangetrieben. Ihr seht im Hintergrund eine relativ unglückliche goldene Girlande.
Ja, da weiß ich auch noch nicht, ob das so bleiben wird. Wahrscheinlich eher nicht, weil sie mich relativ nervt, wenn ich mich anlehne, weil es die ganze Zeit raschelt. Das heißt, ich muss für die vielleicht eventuell einen neuen Spot suchen. Kurze Planänderung. Ich weiß, ich habe gesagt, ich wollte heute räumen und dekorieren und sowas, aber ich habe absolut keine Lust darauf, nachdem ich gerade im Hintergrund schon ein paar Sachen geräumt habe. Und ja, deswegen Planänderung, denn ich habe vor, diese Wand hier hinter mir ein bisschen zu dekorieren oder zumindest ungefähr einen Plan zu machen, wie ich es gerne hätte. Ich gehe mal kurz zur Seite, damit ihr seht, was ich schon gemacht habe. Ihr seht, ich habe da schon ungefähr den Rahmen eines Bildes abgeklebt, das ich gerne dort aufhängen möchte. Das hing ursprünglich bei mir zwischen den Fenstern über dem Esstisch. Aber ich fand, es passte mit dem Grau einfach so gut zum Sofa, dass ich es gerne dort hätte. Und ihr wisst, ich habe ja meine Gallery Wall über dem Sofa gehabt und die Bilder möchte ich natürlich auch wieder verwenden. Deswegen habe ich mir jetzt einen Moment hier so kleine Papierstücke vorbereitet, in ziemlich genau der Größe, die die Bilder haben. Und damit ich nicht 10.000 Nägel in die Wand haue und drauf komme, dass es mir alles nicht gefällt, werde ich jetzt einfach diese Papierstücke aufkleben mit so einem ganz einfachen Malertape, was sich dann auch wieder super abziehen lässt, ohne Rückstände. Und damit werde ich jetzt einfach versuchen herauszufinden, wie es mir am besten passt. Nachdem der Nagel nicht möchte, werden die schweren Geschütze aufgefahren. Ich sehe gerade, der Akku meiner Kamera geht jeden Moment aus. Das bedeutet, ich muss schauen, ob der andere Akku geladen ist. Falls nicht, sehen wir uns eher beim Endprodukt wieder. Einen schönen guten Morgen, beziehungsweise wenn wir uns ehrlich sind, ist es schon Mittag. Ich habe es wie immer nicht geschafft, früher die Kamera rauszuholen. Und ich habe gestern dann auch nicht mehr gefilmt, denn mein Kameraakku war natürlich nicht aufgeladen. Deshalb konnte ich euch das Ergebnis gestern nicht mehr zeigen. Aber das holen wir dann gleich nach. Ich bin schon fertig gemacht. Ich habe heute den Vormittag über gearbeitet. Eigentlich hätte ich gerne weiter meinen Shopping-Marathon hinter mich gebracht. Aber ja, da sind mir ein paar Dinge dazwischen gekommen. Unter anderem muss ich jetzt auch ganz dringend noch für morgen ein Video drehen. Deswegen bin ich auch schon halbwegs gestylt, habe gerade Haare gewaschen, die auch schon fast getrocknet sind. Und werde mich jetzt einfach mit euch schminken. Danach packen wir den Adventskalender aus und dann zeige ich euch noch, was aus der Bildergalerie geworden ist. Ich hatte ja diese süße Palette in meinem Adventskalender und die werde ich jetzt heute mal ausprobieren. Das müsste reichen. Ich hole dann mal eben noch die Adventskalenderpäckchen. Hier sind sie schon und ich beginne mal mit dem Nagellack. Eine Revital Fiber Base, sehr interessant. Muss ich mich, glaube ich, dazu ein bisschen einlesen. Und hier gibt es einmal gelocktes Engelshaar mit so einer Badebombe drin. Die Kugel ist auf jeden Fall so ein Badekügelchen, aber wirft man das Haar da auch mit hinein? Das verstehe ich gerade nicht. Werde ich nachfragen müssen. Und dann nochmal ein Mandelblüten-Pflegeölbad. Zu guter Letzt haben wir noch dieses kleine Päckchen. Und ich weiß nicht, was das sein soll. Bin gespannt. Hä? Ah, cool. Das ist so ein, ich weiß nicht, wie ich das genau beschreiben soll, so ein Würfelspiel, dass man einfach, zum Beispiel wenn man gestresst ist oder während man lernt oder so, einfach nebenbei machen kann. Soweit ich mich erinnere, ist das nämlich sogar selber gemacht mit einem 3D-Drucker, weil sowas in der Art hat schon mal eine Freundin von mir bekommen, von der Person, dessen Adventskalender-Päckchen das war.
echt cool. Fasziniert mich total, sorry. Das war es auf jeden Fall jetzt mit meinen Adventskalendern. Ich zeige euch jetzt nochmal eben die Wand. So, das ist jetzt die fertige Wand. Es sieht irgendwie, egal wie ich stehe, immer ein bisschen anders aus und irgendwie sieht immer ein bisschen was schief aus. Aber ich schwöre euch, ich habe nachgemessen, es müsste eigentlich alles gerade sein. Vor allem das Bild in der Mitte, das ist laut Wasserwaage wirklich ideal ausgerichtet. Was ich jetzt noch ändern möchte, ist, dass ich vielleicht dort oben noch irgendwas anbringe, sowas ganz Schmales. Und ihr erinnert euch vielleicht an meine alten Wohnung, da hatte ich hier oben eine Gardinenstange und dann hingen so kleine Lichterketten herunter, also so ein ganzer Lichtervorhang. Sowas in der Art habe ich hier auch geplant. Ich weiß noch nicht, ob der Vorhang ein Revival findet, weil eigentlich hätte ich den ganz gerne im Schlafzimmer. Aber ich habe mich auf Pinterest ein bisschen umgesehen und es gibt ja ganz oft so Industrial-Deckenleuchten, die zum Beispiel über Esstischen herunterhängen. Und ich fände es irgendwie cool, wenn man da zum Beispiel so eins, zwei und entweder da oder da oben Glühbirnen runterhängen lässt an so einer Stange, die ich da oben eben befestigen würde. Vielleicht auch, wenn man das Bild hier noch ein Stück zur Seite schiebt, dass man es da dazwischen hängen kann. Das muss ich mir genauer ansehen. Die Idee hatte ich natürlich erst, als alle Bilder bereits hingen, weil mir eben diese Lücken aufgefallen sind und mir da ein bisschen was dann doch gefehlt hat. Aber das ist ein Projekt, was jetzt definitiv keine Eile hat, denn momentan gefällt mir das sehr, sehr gut so. Und ich werde jetzt eben meine Haare föhnen und dann das Video für morgen drehen und dann sehen wir uns später wieder. So, ich habe jetzt spontan doch zwei Videos gedreht, weil sich so irgendwie ganz gut ausgegangen ist. Ihr seht jetzt hier mein sehr unordentliches Setup, aber das Gute ist, alles, was auf diesem Tischchen steht, sieht man im Hintergrund beim Video nicht, weil ich immer auf diesem Puff hier sitze und man sieht dann nur die Kissen und so ganz bisschen von den Bildern. Tatsächlich kennt ihr diese Truhe, glaube ich, noch gar nicht. Die habe ich sehr spontan mir beim IKEA aus der Fundgrube geholt. Ich weiß noch nicht zu 100%, was ich davon halten soll. Ich finde, sie passt sehr gut zu meinen Korbmöbeln. Ich weiß nicht, ob es nicht sogar ein bisschen groß ist als Couchtisch. Muss ich mir noch überlegen, sonst kommt sie ins Schlafzimmer, denn ich finde es sehr praktisch, dass man hier ganz viele Kissen und Decken und sowas aufbewahren kann. Und ihr seht hier meine Tools für die Videos. Einmal meine Notizen für ein Storytime-Video. Und da sieht man Kämme und eine Schere. Was das wohl bedeuten könnte? Ich muss mich tatsächlich noch so ein kleines Stückchen dran gewöhnen, aber ich habe es doch vermisst. Ich hatte jetzt 2 Jahre lang keinen Pony. Und ich mag es einfach, so ein bisschen was im Gesicht zu haben. Auch wenn es natürlich super nervig sein kann. Es tut mir leid, dass ich jetzt da die ganze Zeit dran rumfummel, aber es wird noch ein bisschen dauern, bis es so liegt, wie ich es haben möchte. Auf jeden Fall sind jetzt einige Stunden vergangen, seit ich das Video gedreht habe. In der Zeit habe ich das Video für morgen geschnitten, hochgeladen, Thumbnail bearbeitet, etc., etc., damit das mal erledigt ist und ich mir jetzt einen entspannten Abend machen kann. Aber vorher wollte ich jetzt diesen Vlog noch eben beenden. Wenn er euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer freuen, dass ihr ihm einen Daumen nach oben hinterlasst. Ihr findet jetzt hier seitlich einmal das Video, wo ich mir die Haare abgeschnitten habe und einmal die Playlist von Vlogmas für 2020. Da unten könnt ihr mich wie immer gerne kostenlos abonnieren und ich freue mich natürlich, wenn ihr die kleine Glocke aktiviert, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Dann bleibt mir eigentlich nicht viel mehr zu sagen, außer ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!